Hallo zusammen und herzlich willkommen bei Schachmatt.tv. Ich freue mich total auf dieses Video. Ich versuche euch hier möglichst viel Zeug an den Kopf zu werfen. Versuche euch, dass ihr hier richtig versteht, worum es mir geht. Ich möchte euch das große Ganze im Schach beibringen und dafür wähle ich dieses Format. Kommentierte Schnellschachpartien, in denen ich euch bestimmte Öffnungen zeige, dann das Mittelspiel dazu. Dann haben wir ganz viel Strategie und am Ende nochmal eine schöne Endspieleinheit. So wäre es zumindest perfekt und ist dann wirklich gutes Training. Am Brett Spanisch. Hier spiele ich normalerweise die Variante mit G6, bin aber bereit, für das Video mal was anderes zu zeigen, nämlich die Variante, die ich früher gespielt habe, als Kind. Oh, A6 und das wäre nach Läufer A4, D6. Hat viele Tricks, aber ist eben langfristig, hat sie auch Schwächen. Und D schlägt C6, wir sind jetzt im Abtausch-Spanisch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich jetzt immer G6 spiele, kenne ich mich ja gar nicht mehr so richtig aus. Rochade. Ich bin hier tatsächlich ziemlich unwissend, wie man das richtig spielt. Hab mir dazu aber wirklich mal tief was angeschaut. Ich muss nur versuchen, das wieder zu finden, aber ich glaube, keine Chance. Ich glaube, Dame F6 war der erste Zug. Erstmal total untypischer Zug. Warum sollte man so einen Schwachsinn machen hier, die Dame so früh ziehen? Obwohl wir drei Figuren haben, die immer noch nicht entwickelt sind. Okay, D4 war, glaube ich, auch der beste Zug darauf. Wir schauen uns das natürlich alles gleich an in der Analyse, dass ihr hier. Ich zeige euch jetzt gleich was gegen Abtausch-Spanisch danach. D4. Hier nimmt man, glaube ich, mit dem Bauern. Und die Idee ist es eben, wenn jetzt die Dame schlägt. Okay, Bauer. E5. Ich hoffe, ich laufe hier jetzt in kein eröffnungstheoretisches Minenfeld. Aber E5, was könnte die Idee sein? Also im Prinzip greift er natürlich meine Dame an, also das ist schon eine gute Idee, aber sonst der Gegner hat 2-4, also der hat schon auch Ahnung, aber im Prinzip weiß ich nicht, ob E5 ihn nicht eher ein bisschen geschwächt hat, weil ich meine, jetzt kriege ich hier sehr schönes Feld für die Dame, vielleicht für den Läufer. Wobei der Läufer geht übrigens meistens in Abtausch-Spanisch nach D7 und man rochiert lang. Also erstmal muss ich natürlich anfangen. Sorry, dass es jetzt erst zu spät kommt. Abtausch-Spanisch. Was ist das für eine Eröffnung? Warum gibt der Gegner denn sein Läuferpaar so früh? Das liegt daran, dass wir hier eine Bauerninsel bekommen. Das sind eigentlich Bauern auf drei Linien, aber vier Stück. Und der Gegner tauscht den D-Bauern gegen den hier. Das heißt, der hat dann noch diese hier übrig. Das heißt, wir haben hier vier gegen drei. Und das heißt, im reinen Bauernendspiel hat er am anderen Flügel einen Bauern mehr, bildet dort einen Freibauern, lenkt damit den König ab und gewinnt am anderen. Das ist die Theorie. In der Praxis gibt er aber das Läuferpaar ab. Das heißt, wir wollen möglichst nicht ins Bauernendspiel, sondern wollen hier am liebsten schön Figuren am Brett lassen und mit unserem Läuferpaar einen schönen Angriff starten. Hier hätte man den Bauern nehmen können auf C2. Ist mir aber zu gefährlich, weil ich bin immer noch nicht rochiert, habe noch keine Figur draußen, ich kann jetzt nicht noch einen Bauern fressen. Deswegen spiele ich Läufer D7 mit der Idee lange Rochade. Vielleicht muss ich davor erstmal C5 spielen, damit die Dame dann nicht nach A7 reinkommt und versucht mich matt zu setzen. Okay, C5. Also, ich meine, nach langer Rochade kommt hier Dame A7 und ich kann mich bestimmt noch irgendwie retten, also mit einem Läufer oder Turm, nee, mit einem Läuferzug nur noch. Vielleicht kann ich mich doch nicht mehr retten. Ich glaube, C5 ist hier notwendiges Übel. Damit zieht und man muss auch sagen, der Läufer kriegt hier schon eine schöne Diagonale. Also C5 ist kein sinnloser Zug, versperrt natürlich diesem Freund hier den Weg, macht aber auch dem anderen Freund Platz. Genau, und im Prinzip kenne ich mich hier null aus. Bin aber recht zufrieden. Ich habe das Läuferpaar. Okay, jetzt wird's interessant. Damen tauschen will ich eigentlich nicht. Aber bin ich auch. Also ich gehe auch gern in ein Endspiel mit einem Läuferpaar. Vor allen Dingen, hier sind noch viele andere Figuren am Brett. Also es ist wirklich, diese Regel trifft nur aufs reine Bauernendspiel zu. Und ich habe auch in diesen Varianten gesehen, dass man ab und zu Damen tauscht. Zum Beispiel hier. Nach Dame F6, D4, nehmen, nimmt man, also auf Dame schlägt, nimmt man auch direkt die Dame raus und argumentiert, dass dieses Endspiel das Läuferpaar wertvoller ist als der Doppelbauer. Also diese Eröffnung ist so ein bisschen außer Mode gekommen eigentlich. Ist aber interessant, also dieser Abtausch Spanisch ist schon interessant, weil
Man hat halt als Weißer einen ziemlich klaren Plan. Man will einfach ins Bauern einspielen. Okay, Turm E1. So, im Prinzip ist für uns immer noch am allerwichtigsten von allem hier alle Figuren ins Spiel zu bringen. Natürlich ist so, lockt so ein Zug, den Läufer direkt zu verbessern, aber das ist jetzt einfach noch nicht an der Zeit dafür. Ich frage mich nur, wo die besten Felder sind für die Figuren. Also hier muss man jetzt sozusagen, jetzt muss man eigentlich mal innehalten, Damen sind vom Brett. Wie aktiviert man am besten die Figuren? Zum Beispiel dieser Läufer, das ist eigentlich mein Sorgenkind, also der Springer. Erstmal, der findet ganz gute Felder, glaube ich. Der geht seinen Weg. Vielleicht danach hier. Der Läufer hingegen könnte im Moment nur nach E7. Und wo geht er von E7 hin? Nicht so gute Option. Deswegen überlege ich mir gerade ziemlich, den Bauern nach C4 zu stellen. Obwohl ich weiß, dass er dort sehr schwach wird. Also zum Beispiel hier sowas wie Turm E4 nimmt den direkt aufs Korn. Und auf sowas wie B5 muss man immer auf A4 aufpassen. Also ich wüsste, dass C4 mich schwächt. Aber dafür bietet es dem Läufer zwei wunderschöne Felder, auf denen er auf einmal sehr aktiv wird. Und das ist jetzt hier ein richtiges Abwägen, ob sich das lohnt. C4 gibt halt auch dem Springer ein Feld. Also ist schon Harakiri, hier C4 zu spielen. Und wir schauen uns das auch gleich mit der Engine an, aber ich... Vom Gefühl her ist es in Ordnung, weil ich muss hier irgendwie meinen Läufer Platz machen, weil der Vorteil, den wir hier in der Stellung haben, ist das Läuferpaar. Das muss man sich bewusst sein. Und sonst haben wir keinen Vorteil. Also, okay, der König ist ein bisschen aktiver, was vielleicht ein Vorteil ist im Endspiel. Der Turm ist auch schon besser, aber besser entwickelt sind wir auch nicht. Also müssen schon irgendwie das Läuferpaar ausnutzen. So, Springer G5 droht, Springer schlägt F7. Und droht vielleicht auch den Zug E6. Wir können nicht F6 spielen, dann geht der Springer trotzdem rein. Wir könnten Läufer E6 spielen, erstmal als Notfalloption. Hält alles dicht, der Springer schlägt, wir geben unser Läuferpaar wieder her und haben ein bisschen schlechteres Endspiel, aber gerade aktivere Figuren. Also Läufer E6 sieht nicht so schlecht aus. Auch nicht so gut. Läufer E8 ist der Zug, den ich eigentlich im Blitz jetzt spielen würde. Der hält alles zusammen und den Springer, den vertreibe ich schon mal wieder mit irgendwie sowas wie F6 oder so. Dann kommt er rein, aber dann ziehen wir den Turm und sieht auch nicht so schlecht aus. Auf Läufer E8 und selbst E6 spielen wir F6 und die Bauerngabel geht nicht, der Bauer hängt einfach. Heißt, Läufer E8 sieht eigentlich nach einem guten Zug aus. Ich sehe keine große Alternative. Ja, vielleicht Springer H6. Das entwickelt eine Figur. Der Springer kann von H6 trotzdem auch noch nach F5. Das muss man sich gut überlegen. Springer H6, dann zum Beispiel E6. Na, der Zug E6, der nervt. Weil wir haben dann kein F6. Nee, ich spiel Läufer E8. Der Läufer steht hier auf E8 gar nicht so schlecht, wie er aussieht. Weil die Türme sind zwar nicht verbunden, aber die sind hier gerade trotzdem beide schon aktiv. Auf E8 deckt er gut und wird nicht geschlagen. Also zum Beispiel jetzt hier auf Springer H6. Springer am Rand bringt Kummer und Schand, aber von hier aus vielleicht nicht, weil der kommt sowieso aufs selbe Feld und steht dem Läufer nicht im Weg herum wie hier. Das heißt, das wäre okay vom Springerzug, aber der Zug E6, immer so Springer H6 ist strategisch in Ordnung, aber taktisch mit E6 nicht. Okay, E6, ich freue mich eigentlich, diesen Zug zu sehen, weil ich jetzt selbst F6 spiele und jetzt meine schöne Struktur behalte hier. Also die Struktur hier ist wirklich ganz schön. Doch, funktioniert, ja. Weil das Problem nach Springer H6, E6, weil dann hätte ich irgendwie entweder schlagen müssen oder schlagen lassen, aber dieser Bauer hier wäre weg gewesen und dann wäre ich mit diesen zwei Krücken hier übrig geblieben, die isoliert wären. Und isolierte Bauern sind viel schlechter, als wenn noch einer dranhängt, weil dann können die sich gegenseitig decken. So, und deswegen E6, F6, jetzt bin ich recht zufrieden, weil dieser Bauer hier ist zwar ein Freibauer, aber der wird blockiert durch Läufer oder Springer und wird tendenziell schwach. Der Springer muss jetzt das Feld räumen und ja, unsere Figuren sind jetzt eigentlich recht aktiv. Also sieht zwar nicht aus, weil alle auf der Grundreihe sind, aber die zwei Türme auf jeden Fall und die anderen werden schon aktiv. Die haben sehr schöne Felder. Die Frage ist halt, ob wir versuchen wollen, diesen Bauern hier direkt zu gewinnen oder erstmal einfach so stehen lassen. Und ich glaube ehrlich gesagt, also man muss sagen, der Bauer ist aktuell gut gedeckt. Könnte langfristig eine Gefahr werden, weil es ein Freibauer ist, aber sollte eigentlich ziemlich schwach werden, weil
Der ist nicht mehr, der ist ein isolierter Bauer, so weit vorne. Okay, Springer F3. Der Springer hat jetzt sehr wenig Felder, und ist für uns erstmal keine Gefahr. Man könnte direkt hier Läufer C6 spielen und sagen, drohen, in Anführungsstrichen, ich nehme dich jetzt raus, wobei wir unser Läuferpaar gar nicht hergeben wollen. Ich finde, hier sieht dieser Zug sehr schön aus. Läufer B4, einfach mal fesseln, den Läufer schön aktivieren und Platz machen für diesen Springer, der möchte nämlich jetzt den Bauern blockieren und sich entwickeln. Also ganz wichtig, ich habe die goldenen Eröffnungsregeln nicht vergessen und ihr hoffentlich auch nicht. Also wir haben hier sehr, sehr, wir sind im fünften Zug und haben hier noch so viele Figuren hinten drin, aber es ging einfach nicht anders. Und jetzt ist es eben sind wir an einem Punkt, wo sich die Figuren entwickeln müssen. Springer, der geht nach E7 und es ist in Ordnung. Unser König ist aktiver, das ist ein Vorteil, also als der gegnerische König. Der ist prinzipiell mal schneller am Geschehen. Was einzige, was mir nicht gefällt, könnte man kurz überlegen, was war das? Genau, dieser Bauer hier auf C4, der könnte schwach werden. Genau, der könnte schwach werden. Zum Beispiel hier, was mache ich denn auf den? Okay, in dem Fall konkret vielleicht nehmen und Turm D1, dann muss der Turm wieder zurück. Aber. Also, okay, auf Turm C4 ist zu früh, es droht noch nichts, weil auf nehmen wir wirklich und gehen runter. Also, noch droht nichts, aber so langfristig, zum Beispiel der Läufer zieht, okay, A3, ein guter Zug. Und jetzt ist die große Frage. Am liebsten würde ich hier auf dieser Linie bleiben, auf dieser Diagonale bleiben. Das Problem ist nur, dass zum Beispiel nach Läufer A5 der Zug E6 funktioniert, wobei dann ist der Bauer auch weg. Also er funktioniert noch nicht, aber ich gebe im Prinzip die Kontrolle über dieses schöne Feld hier ab. Und ja, also der Gegner kann jetzt nicht B4 spielen, oder kann er schon, aber will er wahrscheinlich nicht, weil ich nehme en passant, dann hängt der Springer. Was auch eine Option gewesen wäre, wäre zu schlagen. Ich muss aber ehrlich sagen, dafür ist mir mein Läufer zu wertvoll und sollte euch auch sein. Läufer ist schon eine schöne Figur. F4, okay. E7. Logischer Zug. Was wir hier für eine Option hätten, wäre G5 zu spielen, um den Läufer sozusagen von dieser Diagonale hier fest runterzunehmen. Also du bleibst jetzt dann fest auf dieser hier. Du hast den Vertrag unterzeichnet, du bleibst hier und kannst nicht wieder zurück. Der Zug hat natürlich auch Schwächen, nämlich dieses Feld hier wird geschwächt und an sich wahrscheinlich andere weiße Felder, weil wir können dann auch nicht mehr den hier nach vorne ziehen. Ob das eine Gefahr ist, weiß ich nicht. Also zum Beispiel hier, der Läufer zieht. Ja, das machen wir mal. Es sieht komisch aus, den zu spielen, weil er macht schon Schwächen. Im Prinzip könnte er aber auch zu Stärken werden, wenn der Läufer sich für diese Diagonalen entscheidet. Also unser weißfeldriger Läufer, der wird sehr, sehr stark. Der kriegt schöne Diagonalen. Aber der Zug ist einfach schön, weil jetzt kann der Läufer nie wieder zurück. Genau, der muss jetzt hier hin. Und der Springer, der zieht nach C7. Und ich weiß nicht ganz genau, wie die Engine diese Stellung hier sieht. Ich bin aber zufrieden. Der Bauer hier ist zwar Freibauer und Freibauern sind gefährlich. Aber ich sehe nicht genau, wie der gefährlich werden soll. Ich habe hier jetzt auch schon einen Plan, den hätte man auch schon spielen können. Man hätte tauschen können, schlagen und G4. Dann müsste der Springer ziehen und man kommt hier eigentlich nach D2, es sei denn, er geht hierhin, weil der Bauer ihn deckt. Dann kann man aber mit C5 noch mehr Raum gewinnen und dann sehe ich keine guten Felder. Also der Gegner muss aufpassen, dass er hier jetzt nicht erdrückt wird. Okay. Turm AD1. Logischer Zug. Und interessante Frage, was man hier spielt. Wir könnten nämlich das Läufer noch mal einen Läufer holen mit Springer F5 und die Stellung ist offen. Läufer sind hier besser, glaubt mir. Ich würde aber eigentlich ganz gerne auf dieses Schlagen erstmal mit dem Turm nehmen, um weiterhin Kontrolle über die D-Linie zu haben. Deswegen spiele ich hier. Doch, ich spiele diesen Zug. Ich entscheide mich jetzt doch für diese Diagonale, obwohl ich eigentlich dachte, die andere wäre stärker. Aber dieser Bauer hier auf C2, der macht Probleme. Also offensichtlich ist der schwer zu decken. Wenn man hier sowas spielt wie Springer D4, habe ich vielleicht C5. Und ich.
das ist in Ordnung, weil diese Bauernstruktur hier, die ist auch nervig für Weiß. Schaut mal, was die alles, was ich hier alles für Felder unter Kontrolle habe. Dann der Springer und der Läufer sind beide auf diesem Feld. Das heißt, wir haben hier schon, also die auf denen die Bauern sind, ja sowieso gedeckt. Also wir haben hier schon eine ordentliche Macht an Feldern, die wir hier kontrollieren durch Bauern oder doppelt Figuren. Okay, Turm C1. Das ist meistens ist so ein Zug der Anfang vom Ende. Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich sehe hier schon ganz schöne Züge. Zum Beispiel G4 sollte ziemlich böse sein. Überlegen wir mal auf G4. Was kann der Springer machen? Er muss hier hin. Okay, und hierhin geht er auch. Das ist auch, sieht auch nicht so schlecht aus. Ich meine, wir können dann leider nicht hier rauf, weil der können wir schon, aber dann würden wir unseren Läufer abgeben. Den Läufer geben wir nicht ab. Der ist jetzt hier fest im Programm. Der ist unverkäuflich. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich was anderes überlegen. Wobei das schon sehr, sehr schön aussieht. Das muss man mal festhalten. Wir haben aber andere Optionen. Wir können auch hier einfach die gefesselte Figur noch mal angreifen. Springer schlägt aber. Und auf Turm schlagen kommt Schach, Gabel und der Läufer ist weg. Oh, okay. Ja, also das einzig Nervige ist dieser Freibau. Immer wenn der Springer zwei Felder wegzieht, dann kann er vielleicht noch mal laufen. Wobei, so gefährlich ist er nicht. Die Stellung hier wird sehr, sehr gut sein. Frage ist nur mit welchem Manöver genau. Ich würde so gern hier rein. Das ist okay. Ich habe entschieden, ich spiele diesen Zug. Will einfach den Springer möglichst weit weg vom Geschehen bringen und auf den Springerzug ziehe ich meinen Läufer einfach nach H7. Der Springer hat wirklich keine Felder und ich drohe ja auch noch den Zug G5. Nachdem der Springer weg ist, das heißt, irgendwie sieht es gar nicht so leicht aus, wie er den verteidigt. Und er hatte jetzt auf den Bauernvorstoß G4 keinen anderen Zug. Also hier spielen wir schön aktiv mit unseren Figuren und es lässt dem Gegner echt wenig Chancen hier irgendwie auf aktives Spiel. Jetzt nach F4 frage ich mich, haben wir nicht selbst G5? Der Springer hat kein Feld. Auf Bauer schlägt, ändert das nicht viel. Also ich glaube, hier war es das nach G5, weil er seinen Springer verliert. Aber ich glaube, er konnte ihn auch nicht retten, weil auf F3 wäre auch G5 gekommen. Also die Erfahrung, also immer wenn ich hier kommentiere und dann so gut stehe, dann stelle ich es doch noch irgendwie ein. Also ich bleibe jetzt hier fest an der Sache, sollt ihr auch immer. Also der Gegner hat 2-4, der kann kämpfen wie Sau, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch wenn er hier schlecht steht, hat er noch einen Freibauern. Muss man auch so sehen. Und ja, aber objektiv ist die Stellung natürlich total verloren. Wir haben immer noch aktivere Figuren. Und ich hoffe, ihr habt jetzt in der Partie auch mal, das war eine schöne Beispielpartie von der Stärke des Läuferpaars. Also wir können damit einfach viele Felder kontrollieren und stehen hier noch passiv und dann schon 10 Züge später auf Gewinn, weil krasse Fesselung, der Turm ist aktiv. Und jetzt noch diese andere Maschine hier, die auf den Bauern schaut und den Bauern, den muss man auch irgendwie decken. Und jetzt dann noch mit Raumgewinn, also deswegen war der Zug G5 eigentlich auch ganz schön, ist die Stellung auf einmal vermeintlich geworden. Also man darf sich schon sagen, wie die Stellung zu bewerten ist. Also man muss objektiv bleiben, man darf bloß nicht jetzt drauf ausrasten, ja, wir gewinnen hier, sondern schön ruhig kalkuliert, okay, der Springer, der hat einfach keine Felder. Er kann sich jetzt vielleicht aktivieren und dann irgendwie reinkommen, genau, Turm F7. Muss man sehr vorsichtig sein. Ich glaube, dann verliere ich keine Figur, aber okay, es droht rein gar nichts. Okay, lieber vorsichtig sein. Also nehmen. Sagen wir, also aktuell müssen wir noch gar nicht nehmen. Also der Springer hat keine Felder und wir können auch ganz ruhig hier einfach irgendwie Turm F8 spielen. Und das rettet den gegnerischen. Vielleicht erstmal hier nehmen. Weil wir wollen jetzt alles abtauschen. Jede Figur, die abgetauscht ist, ist für uns gut. Hier. Und es droht dann auch direkt so Zwischenschach. Genau. Deswegen muss er nehmen. Wir schlagen hier. Also das war wichtig, dass wir hier, glaube ich, hat uns die Sache deutlich erleichtert, hier einfach mal den Springer mitzunehmen. Jetzt ist Läuferpaar nicht mehr interessant. Wir gewinnen eine Figur. Der Springer hat nämlich gar keine Felder. Hier sind wir zweimal drauf oder dreimal mit dem Turm.
Und jetzt hier könnten wir einfach den Springer nehmen, aber dann schlägt der Läufer. Es gibt eine eklige Fesselung oder der Turm kommt rein nach F7. Der Turm ist schon aktiv. Deswegen ganz ruhig Turm F8. Was macht er jetzt? Also der Springer hängt halt immer noch. Und was mich halt nervt, ist immer, wenn der Springer genommen wird, dann ist der Läufer hier mit dieser starken Fesselung. Vielleicht hätten wir deswegen lieber den anderen Turm nehmen sollen. Dann wäre das alles weniger Problem gewesen, aber ist auch so kein Problem. Man muss trotzdem noch vorsichtig bleiben, weil, okay, der Gegner ist gegangen. Da muss ich jetzt nichts mehr sagen von vorsichtig. Die Partie ist in 5 Sekunden vorbei. Aber so easy ist es hier, glaube ich, noch nicht. Also ist schon gewonnen, aber okay. Wir schauen uns mal die Stellung an. Diese Endstellung zuerst. Ziemlich gewonnen. Eins hier an dieser Stellung, Turm F1, und was ist der beste Zug? Den nehmen. Okay, die Engine würde vielleicht den Läufer behalten, aber weil die braucht keine leichten Stellungen und die würde auch direkt hier nehmen, aber das hier ist auch gewonnen. Ich hatte halt ein bisschen Angst vor dieser Variante hier, aber man kann decken und diese Stellung hier ist anscheinend ziemlich gewonnen. Beispiel nach Springer D5. Aber ich finde, man muss nicht zulassen, dass der Gegner so aktiv ist. Lieber habe ich dann Bauer weniger am Ende und trotzdem viel mehr Material. Okay. Also, wir schauen jetzt mal kurz mit Eröffnungsbuch, damit ihr hier, falls ihr schwarz seid oder an sich auch, dass ihr ein bisschen Ahnung von dieser Struktur bekommt. Abtausch Spanisch, ich habe schon gesagt, der Plan ist ins Bauernendspiel zu gehen. Rochade. Und hier die Engine im Field und also Dame F6. Das ist hier in den Leaches-Datenbank nicht so häufig gespielt, unter den Masters. Auch nicht so oft, ehrlich gesagt. Die meisten spielen hier F6. Also einfach fest alles zu zementieren. Aber ich finde, ich kann nicht was zur Dame F6 sagen, weil die Stellung, die habe ich auch mal analysiert. Und E4 häufigster Zug nehmen. Und hier seht ihr, E5 gibt es eigentlich nicht. Deswegen habe ich mich auch gewundert. Es gibt hier, also auf Dame schlägt, dann tauscht man Damen und spielt hier sozusagen mit Läuferpaar. Läufer D7, lange Rochade und vom Prinzip her sehr schnell C5. Und dann den Läufer nach C6 und also erstmal die anderen Figuren entwickeln, aber man hat hier ein bisschen bessere Stellung. Also die Engine sagt auch schon minus 0,4. Also das ist in Ordnung, dieser Damentausch. Also mit Schwarz 0,4 besser zu stehen nach so kurzer Zeit ist schon gut. Auf Springer schlägt. Ähnliche Pläne wie der Läufer D7, alles mit Damen am Brett. Und auf Läufer G5, das hier ist halt sozusagen der aktive Zug, wahrscheinlich auch der beste, spielt man Dame D6 und ist bereit, immer noch hier nach Damen zu tauschen, obwohl man jetzt langsamer ist. Also obwohl Weiß da noch eine Figur mehr aktiviert hat, ist es immer noch in Ordnung, weil nach Damentausch hat man sehr viel Zeit. Und hier auf Springer schlägt, das ist sozusagen die kritische Variante, dann kann man Läufer D7 oder Läufer E7 spielen. Ich spiele Läufer E7 und die Stellung hier lohnt sich jetzt nicht so tief zu analysieren, aber oder nehmen ist, glaube ich, der häufigste Springer schlägt. Diese Stellung hier ist auch ausgeglichen. Also, genau, man hat halt einen Läufer und der Gegner nicht. Okay, deswegen habe ich mich gewundert auf E5 in der Partie. Dame G6 auch völlig in Ordnung. Dame schlägt und man steht schon ein bisschen besser. Nach dem Zug C5 war ganz wichtig hier. Achso, nee, erstmal Läufer D7. Das war nicht so gut. Dann C5 wäre direkt besser gewesen. Aber nach Springer C3 kein Problem. Was gefährlicher gewesen wäre, wäre Turm D1, weil jetzt kann man nicht lang rochieren wegen demselben Motiv. Das ist aus. Dame schlägt G2, bester Zug. Das heißt, hier der Turm D1 ziemlich ekelhaft geworden. Dann hätte man erstmal Läufer E6 spielen müssen und hätte nicht lang rochieren können. Also vielleicht dann Läufer E7, Turm D8 und in die kurze Richtung rochieren. Aber deswegen wäre besser gewesen, direkt C5 hätte das alles verhindert. Konnte ich nicht sehen. Läufer D7, Springer C3 und jetzt C5 wieder in dieselbe angenehme Stellung. Die Dame zieht, lange Rochade und hier Dame schlägt E4, wäre ein bisschen besser gewesen. Ups. Dame schlägt E4, Springer schlägt E4. Also die Engine mag das wahrscheinlich, weil man mit Läufer C6 nochmal ein Tempo gewinnt und nicht diesen Doppelbauern hat, wobei ich den eigentlich ganz angenehm fand. Aber man kann halt hier noch mit H6 spielen und dann steht man hier viel flexibler, die Stellung ist noch offener, ja, gefällt mir im Nachhinein auch besser. Also das Problem ist, das kann ich euch sehr gut erklären hier nach Dame E4 Rochade,
hat man im Prinzip, also das jetzt wirklich nicht beim Wort nehmen, aber man hat im Prinzip die Stellung ein bisschen geschlossener gemacht, weil die Bauern sich jetzt hier auch blockieren, also ist weniger Flexibilität. Wenn der hier auf H6 steht, kann man noch richtig schön irgendwie öffnen für die Läufer. Und hier ist es ein bisschen blockiert, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, falls nicht, war nicht so wichtig. Aber im Prinzip will man ja mit Läuferpaaren eine offene Stellung haben. Und genau. Diese Stellung hier scheint ausgeglichen zu sein. C4 war, wie ich mir schon gedacht habe, nicht ganz genau. Besser wäre hier gewesen einfach, also es war auch nicht so schlecht, war inakkurat. Besser wäre zum Beispiel gewesen, einfach jetzt ruhig zu entwickeln hier und zum Beispiel auf irgendeinen Entwicklungszug von Weiß dann mit F6 zu spielen. Krass. Macht aber Sinn, also dass man hier jetzt ein bisschen öffnen will. Man hat ja das Läuferpaar oder Springer C6, der kriegt auch schöne Felder und der Läufer kommt raus. Ich dachte mir, C4 ist schön aktiv. Und hier Springer G5, Läufer E8. Das war mit Springer 6, also jetzt sogar der beste Zug, aber die sind beide ungefähr gleich gut. Läufer E8 und E6 war inakkurat. Schön, weil in der Partie habe ich auch gesagt, ich freue mich, den zu sehen, weil es nimmt so die Luft raus. Jetzt hat der Bauer gezogen und jetzt hat er halt gar nichts mehr, worauf er spielen kann. Springer F7 wäre besser gewesen, aber auch nicht unbedingt gut. Der Bauer neigt hier auch zur Schwäche. Mal kurz die Variante zeigen. Schlagen, schlagen. Und Springer E7 und dieser Bauer hier sieht zwar schön aus, aber ich meine, ich habe auch Ideen, wie ich den angreifen kann. Oder mit dem Springer. Genau. Aber die Stellung scheint ausgeglichen zu sein. Springer F3. Läufer B4. Okay, und ich stehe minus 1,7, fast schon auf Gewinn. Und so fühlt es sich auch an, weil man hat sehr, sehr schönes Spiel und hat immer diese Idee, irgendwie reinzukommen auf die 2-3. Also sieht zwar gerade noch gar nicht danach aus, aber ihr habt es ja in der Partie gesehen. Und hier hätte man nehmen können, das wäre schon besser gewesen. Nehmen, nehmen. Und Läufer A4. Krass. Läufer A4, Druck auf den Bauern machen und den kann man nicht wirklich decken, weil dieser Turm kann nicht. Schach. Und dann hängt er auch. Auf sowas hier, das ist halt super passiv, dann einfach Springer E7 und entwickeln und dann hängt der. Also die Stellung, stimmt, das ist auch eine sehr schöne Stellung. Ich dachte, ich lasse einfach Material am Brett. Das hier war ein sehr guter Zug, G5, glaube ich. Und hier wäre auch G4 direkt schon sehr gut gewesen, glaube ich, gewinnt halt diesen Springer. Aber so wie es in der Partie war, war es auch völlig in Ordnung. Und die Stellung haben wir gerade schon angeschaut. Läufer 7 war hier meine Idee, einfach mit G5. Der Läufer hätte aber im Nachhinein auch überall hingehen können, weil G5 droht auch überall der Springer. Also er kann auch wieder zurück und der Springer ist trotzdem weg. Ups. Läufer 7, F4 und G5. Ja. Den Rest haben wir gerade schon angeschaut und die Stellung ist schön geworden. Also, hier aus der Partie noch ein, ganz, ganz kurz zusammengefasst. Ihr habt jetzt diese Spanisch-Abtausch-Variante kennengelernt und auch nochmal gemerkt, warum das Läuferpaar so stark ist. Also, an sich hatten wir schöne aktive Figuren, aber das Läuferpaar war einfach deutlich stärker als ein Springerpaar. Und das hat sich dann auch durchgesetzt. Das gehört alles dazu. Also, dieser Läufer hier ist trotzdem noch schön. Über G6 wurde er gut, dieser hier wurde da gut. Also, genau, und dann haben wir den Gegner ziemlich strategisch überrollt, obwohl er recht stark war. War eine super coole Partie. Ich hoffe, euch hat sie auch gefallen. Lasst ein Abo da, liked das Video. Damit helft ihr mir mehr, als ihr denkt. Und ja, wenn ihr Lust auf irgendwie Gruppentraining habt, dann sagt Bescheid. Ihr wisst, wann es startet. Nicht jetzt, also nicht die kommende Woche, sondern die Woche drauf. Und ja, cool, dass ihr da seid. Ich freue mich über jeden eurer Kommentare. Ihr seid echt eine Hammer-Community. Wirklich, wirklich schön, dass der Kanal so gut läuft. Macht's gut. Ciao.